zweite Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist eigentlich die Mobilität. Das ist der Hauptfaktor, um den es alles geht, und es geht um das Überwinden vor allem von technologischen Grenzen. Die Telekom und die IT hat sich massiv weiterentwickelt und der Informationsaustausch, den sind heutzutage eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Das heißt, man kann von jedem Device an jedem Ort und zu jeder Zeit eigentlich auf alle Informationen zugreifen und diese austauschen. Das sehen wir auch am Kommunikationsverhalten, wenn wir uns den Datenverkehr anschauen, dann hat sich in den letzten Jahren eigentlich exponentiell entwickelt und es wird auch so weitergehen. Aber auch wenn man jetzt dem Thema neue Welt des Arbeitens einmal versucht näher zu treten, dann muss man mal, würde man sagen, so typisch einmal kategorisieren und eine gewisse Bestandsaufnahme machen. Wo steht denn jede Firma und wie weit ist denn das für einzelne Firmen überhaupt relevant? Denn wir sind der Meinung, dass der erste Schritt immer der ist, dass eine Firma eine Erhebung machen muss, was brauche ich denn überhaupt, wie weit, in welcher Gruppe muss ich gehen, und dann muss man das Service ein bisschen portionieren, welche Art von Mitarbeiter braucht was für einen Service. Weil er hat gesagt, also die Entwicklung oder Fortschritt geht also vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Also mein Leben ist bedeutend einfacher geworden durch den Einsatz der mobilen Endgeräte. Es gibt da Studien, die zeigen, dass junge Leute auch teilweise auch bereit sind, auf ein bisschen an Gehalt zu verzichten, wenn sie Social Media quasi im Unternehmen vorfinden. Und da rede ich nicht von Facebook, sondern es geht darum, neue Formen der Zusammenarbeit. Und da muss man natürlich was Unternehmen, für Sie sagen, ist, wenn wir mobiles Arbeiten nicht anbieten, dann sind wir als Arbeitgeber nicht mehr attraktiv. Die anderen Unternehmen sehen es ein bisschen breiter und das sind dann die, die eigentlich den richtigen Ansatz, glaube ich, aus meiner Sicht wählen. Dort wird der Diskurs nämlich von der IT-Abteilung mit mehreren Bereichen geführt. Ja, also der HR-Leiter oder die HR-Abteilung wird dann extrem wichtiger Player in diesem Thema. Das heißt, das sind eigentlich, sondern da wird investiert, um produktiver zu sein, um attraktiver sein als Arbeitgeber und um die Kreativität der Mitarbeiter wieder zu fördern. Also das sind die Hauptschwerpunkte, die im Moment im Raum stehen. Danke. Man muss sich halt bewusst sein, damit, auf was man sich einlässt. Ich glaube aber auch, dass Homeoffice-Arbeitsplätze oder Shared-Arbeitsplätze, wie auch immer, das will ich richtig sagen, Herr Jarosch, gewisse Richtlinien benötigen. Das heißt, man kann sich die in Arbeitgeber geben. Also im Endeffekt, man kann es einem Mitarbeiter geben, die entsprechend schon Vertrauen genießen im Unternehmen. Wenn ein Mitarbeiter über sehr lange Zeit Homeoffice-Arbeit macht, geht die Produktivität runter. Macht das kurzfristig, ist die Produktivität sehr weit unten. Jetzt muss ich mit den Prozessen im Unternehmen auseinandersetzen. Das ist eh heute schon die Frage, welche Prozesse kann ich mobil machen, um wirklich eine Effizienz und eine Produktivität zu steigern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Tools gibt es alle und man muss da schauen, wie setze ich sie richtig ein und was kann ich wirklich sozusagen mobil machen. Eigentlich auch empfehlen, mit den einfacheren Schritten zuerst zu beginnen und auf dem basierend dann unter klarer Governance weitere Schritte zu setzen. Unternehmen tendieren ja sehr stark, sich mit sich selber zu beschäftigen und ganz zu vergessen, und darum hat er uns richtigerweise daran erinnert, dass er da draußen die Kunden auch gibt. Und ich glaube, für sich eigenverantwortlich, jeder muss selber entscheiden, wie er mit Kommunikationsmitteln umgeht. Das ist, ob ich eine Mailbox laufen lasse, ja, dann ist meine persönliche Entscheidung. Wenn ich mein Handy einschalte oder ausschalte, ist meine persönliche Entscheidung. Betriebswirt und am Ende des Tages muss jede Investition etwas verbessern in irgendeinem Kriterium. Und auch all diese Dinge muss man hier beleuchten und betrachten.